Hallo, Markus. Na, habe ich dich geweckt? Ach, nee, ich habe mich bloß erschrocken. Ilja hat mir so einen blöden Klingelton auf mein Handy geladen. Was macht denn der Kopf? Gut. Der ist morgen fertig. Ah, morgen ist gut. Da bin ich sowieso bei meinen Eltern. Das trifft sich doch gut. Er wollte dir auch noch was sagen. Na los, komm und hol mich. Ich gehöre dir. Klingt, als wüsste einer, was er will, ne? Ja. Also, dann bis morgen. Tschüss, Markus. Markus. Na, ausgeschlafen? Mama, warum musst du eigentlich für diesen Idioten arbeiten, ne? Weil sein Museum gut bezahlt und weil ich ihn mag. Als ob das sein Museum wäre. Ach, Ilja. Morgen. Komm. Mama, kann ich mir vielleicht einen alten Rucksack für Italien leihen? Ja, aber da ist der Reißverschluss ausgerissen. Wann fahrt ihr denn? Morgen früh. Ja? Wie siehst du was? Hat sich dein Vater eigentlich jemals bei dir gemeldet? Gefragt, wie es dir geht oder so? Nee, nie. Nicht einmal. Was für ein Arschloch. Naja, er war damals so alt wie du jetzt. Was soll denn das heißen? Ich würde Cora nicht allein lassen, wenn sie schwanger wäre. Wenn Cora schwanger wäre? Ich bin aber nicht schwanger. Aber wenn du es wärst, Cora, würde ich dich heiraten. Hallo. Hallo, Barbara. Grüß dich. Na? Hallo, Sohn. Schön, dich mal zu sehen. Hallo, Mama. Mensch, warst du noch der erste Schultag? Ja. Bin gar nicht so lange hier vor. Mm-mm. Und schon sind sie weg. Ja. Hallo. Du bist so viel allein. Ach, setz mich gleich zu euch. Was mögt ihr essen? Für mich die Nudeln. Salat mit Auslandpilzen. Tada. Ach, und zwei Helle. Kommt sofort. Ah. Gleich wieder da. Alles klar. Nee, wieso? Wir waren am See, dann war sie auf einmal weg. Ist sie auf dem Klo vielleicht? Nee, da komme ich gerade her. Ach so. Frau Eckinger, wissen Sie, wo Cora ist? Nein, ich dachte, ihr seid zusammen unterwegs. Ja, waren wir auch. Passt mir aber gut auf die Cora, ja? Wo sie? Die fahren zusammen nach Italien, nicht nach Afghanistan. Da verwischen sich manchmal die Grenzen. Warte mal. Lena, muss das wieder sein in dem Aufzug? Mama. Ja, was glauben Sie, wie das in der Schule zugeht, Frau Eckinger? Die jungen Damen heute, die haben ihren eigenen Kopf. Dann schauen Sie bitte schön auch auf den Kopf und nicht woanders hin, Herr Lander. Denn Sie wissen ja nicht, was Sie tun. Mama, es ist nur ein Lehrer. Eben, ein Sportlehrer. Na, alles klar? Ich fürchte, die wissen ziemlich genau, was sie tun. Prost. Sport. Weißt du, wo Cora ist? Cora. Wo bist denn du gewesen? Wir waren noch verabredet an der Eisdiele. Entschuldigung, das habe ich total vergessen. Verzeihst du mir? Und? Hat sie ihn? Ja. Habt ihr gehört? Gestern, oben am Höllengrund, ist ein Blitz in die alte Höhle eingeschlagen. Die ist jetzt wieder frei. Aber die war doch seit zig Jahren verschüttet. Ja, bis gestern. Also ich gehe da heute Nacht hoch und schlafe da. Wer macht mit? Ich komme mit. Wir wollten doch nach Italien, Cora. Übermorgen reicht doch auch noch. Komm mit, Ilja. Es wird geil. Deine Scheißhöhle kann mich mal. Okay, ich wollte sowieso los. Pack deinen Koffer, okay? Ich hole dich morgen um 6 ab. Peter, ich stehe doch immer hier. Eben. Was ist das? Es ist ein Haiku. Eine Haiku, wenn schon. Die gibt's hier doch gar nicht. Das Schönste, was ich kenne, ist das Licht, das mich durchdringt und keine Schatten wirft.
sehe es jetzt, denn jetzt stehst du vor mir. Es ist dein Lächeln in deinem Gesicht. Das ist kein Haiku. Die gibt es hier auch nicht. Bin ich das? Ja. Ich muss immer weiter. Was spinnst du? Was denn? War doch ein super Wurf. Wozu brauchst du denn das Messer? Um Cora zu beschützen, wenn wir am Strand schlafen. Ach. Was denn das? Ist das eine Kuh? Voilà. Eine Haikuh. Cool. Für wen ist die? Wieder für Wenger, diesen Spacko? Ja. Ich wollte ihn los. Ich hab noch was für dich. Ja? Nicht verkneifen. Danke, Mama. Vorsicht. So, na dann, tschüss. Ja. Tschüss, Mama. Und was du mit deinen Männern machst, ist übrigens voll und ganz deine Sache. Ach was. Ruf an, ja? Mhm. Ich schreibe eine SMS. Wenn wir uns beeilen, sind wir heute Abend am Gardasee. Mhm. Passt auf euch auf. Ohne Messer. Ja. Ich hab dich lieb. Diese Schrottkarre. Und ab! Ist nicht da oder hat keine Lust? Ilja, ich bin's. Du hast deinen Personalausweis vergessen. Bist du schon unterwegs? Ruf mich mal zurück. Bis gleich. Hallo Lena, hier ist Sabine. Sag mal, hast du die Handynummer von Cora? Ich habe sogar ihr Handy jetzt vergessen. Wie lange sind die beiden denn schon weg? Ilja ist gleich wieder gefahren. Wie, hat der Cora nicht abgeholt? Sie war nicht da. Wo war sie denn? Keine Ahnung. Lena? Okay, sie ist gestern Abend noch mit Dominik hoch zur Höhle. Mist. Danke. Tschüss.
Hallo? Ilja?
jemand anderes erwartet? Ist was mit dem Kopf? Nee, ich wollte ein Glas Wein mit dir trinken. Ach so, ja. Ja klar, komm rein. Ich zieh mir kurz was an. Tolles Bouquet. Schön so. Ach so. Kein Problem. Okay. Markus, ich... Ist nicht so dein Tag heute, ne? Ich bleib über Nacht bei meinen Eltern. Also ich bin morgen auch noch da. Okay. Vielleicht ziehe ich auch ganz hierher. Die werden alt und könnte ich mich besser kümmern und... Ach. Ach, mir ist auf einmal ganz schwummrig. Ich bin einfach total müde. Und eine exzessive Weinliebhaberin, ne? Kann er morgen noch mal mit dem Fläschchen vorbeikommen? Ich glaube, ich muss mich kurz hinlegen. Ja? Hey. Ist Ilja da? Was? Was ist? Sein Wagen steht in einer Ausfahrt. Ich dachte, bevor die Kollegen ihn abschleppen lassen, es wird nämlich teuer. Entschuldigung, hast du noch geschlafen? Nein, nein. Ilja ist nicht da. Der ist in Italien. Mit Cora. Ohne Auto. Was meinst du? Ich kann dich auch mitnehmen, dann fährst du den Wagen weg. Ja. Kannst du fahren? Ja. Du hast eine ganz schöne Fahne. Oh. Klar kann ich fahren. Was wollte Ilja denn hier? Hier ist doch nichts. Der Wagen ist wahrscheinlich liegen geblieben. Das passiert andauernd. Wie sind Sie weggekommen von hier? Ich habe sie abgeholt. Also du hast gewusst, wo der Wagen steht? Nein. Die sind vorgelaufen bis zur Kreuzung. Da habe ich sie aufgesammelt. Die haben mir gar nicht gesagt, dass der Wagen hier liegen geblieben ist. Wie sind Sie nach Italien gefahren?
Mit dem Zug? Nee, der ist tot. Was? Es bringt nichts, die Batterie ist leer. Ja. Ich hole meine Abschleppstange, ja? Schaffst du das? Ja. Okay. Ich dreh mal. Stopp! Super, Peter, vielen Dank. Passt schon. Ich hab noch was für dich. Echt? Sie doch. Die Haiku. Danke. Ja, und wenn mal wieder was ist, melde dich einfach. Danke. Du weißt ja, dein Freund und Helfer. Was machen Sie denn da? Was ist denn das? Mir ist der Lappen reingefallen. Ach so. Ja, ich hab den Rauch gesehen und dachte... Na, grillt ihr? Kann ich mitessen? Hallo. Sag mal, Dominik, hast du Ilja und Cora noch gesehen, bevor sie gefahren sind? Wolltest du nicht mit Cora hoch zur Höhle? Ja, wir wollten, aber wir sind dann... hoch zur Hütte. Aber Sie waren doch in der Höhle. Landa hat das überall rum erzählt. Wie ist es denn da drin? Oh, nichts Besonderes. Dunkle, kalte Höhle eben. Gehst du mit mir dahin? Vielleicht später mal. Morgen. Bist du nicht ein bisschen jung für mich? Nee, bin ich nicht. Das wirst du auch noch sehen. Hallo. Hallo, Sabine. Möchtest du mitessen? Wir grillen. Nein, danke. Ich muss nach Hause. Tschüss. Tschüss. Kannst du mal mit mir reden? Kann ich nicht.
Ist ja gut, Süße. Spuck's aus. Hast du was mit Markus? Ich habe gehört, dass er wieder hierher ziehen will. Oh, Sabine. Oh, Mensch. Ist das wirklich so schlimm? Du hast aber auch immer Pech mit den Männern. Es geht nicht um Männer. Es geht um Ilja. Um Ilja? Aber wieso steht Iljas Auto mitten im Nirgendwo an der Straße? Der Motor spinnt. Wahrscheinlich ist er liegen geblieben. Das passiert ständig. Dann war Ilja in der Höhle, als du ihn da gesucht hast. Wahrscheinlich ist er gerade runter, als ich hochgegangen bin. Es gibt ja mehrere Wege zur Höhle. Vielleicht war da noch jemand anderes. Da war nur Iljas Wagen. Aber es gibt x Wege zur Höhle, hast du eben selber gesagt, und x Parkplätze. Aber warum hat er nicht die Polizei gerufen? Warum geht er nicht an sein Handy? Warum ruft er mich nicht an? Was machen wir denn jetzt? Wir müssen noch mal zur Höhle. Und was sollen wir da finden? Ilja? Hoffentlich nicht. Hier liegt sie. Schau mal, hier ist die Erde weicher. Zeig mal. Was ist das denn? Das verstehe ich nicht. Was machst du? Den nehmen wir mit. Wir müssen zur Polizei. Nein! Wenn die das hier finden, dann suchen die weiter und finden auch Coras Leiche. Komm. Rosi, hier ist Margot, Sabines Mutter. Oh, hallo. Ich wollte Sabine eigentlich nur an den Mädelsabend heute erinnern. Sie fragt, ob du zum Mädelsabend kommst. Nein. Ich kann da nicht hingehen. Solltest du aber. Rosi, sie kommt. Warum kommen Sie eigentlich nicht gleich mit? Ja, warum nicht? Ja, gut, vielleicht komme ich. Ja, würde mich freuen. Servus. Ciao. Das ist gut, wenn du da hingehst. Aber dann ist auch gut, wenn du mitkommst. Ja. Wisst ihr, was ich gehört habe, Sabine? Beim Sex verbrennt man mehr Kalorien, wie wenn man 5 Kilometer läuft. Aber jetzt frage ich euch, wer zum Teufel läuft schon 5 Kilometer? In 30 Sekunden? 30 Sekunden, dann haben Sie das gehört? Kriegen Sie das noch hin? Oder geht nicht mal mehr das? Er steht nämlich auf junges Gemüse. Ich warne Sie. Finger weg von meinen Töchtern.
Du sag mal, hat Ilja sich eigentlich noch mal gemeldet? Die sind bestimmt irgendwo am Strand. Mit billigem Käse und noch billigerem Rotwein. So haben wir es damals auch gemacht. Prost! Prost! Grüß Gott, entschuldigen Sie, Frau Eckinger. Mhm. Bach, Kriminalpolizei Garmisch. Sie sind die Mutter von Cora Eckinger? Ja, wieso? Ist dein Mann da? Ist was mit Cora? Können wir irgendwo hin, wo wir ungestört sind? Ist Cora was passiert? Ihre Tochter wurde bei der Höhle am Höllengrund gefunden. Nein, die ist in Italien. Leider nein. Frau Eckinger, Ihre Tochter ist tot. Was machst du da? Du hast ein Licht angelassen. Ich hab's ausgemacht. Da war kein Licht an. Und die Tür war zu. Die war offen. Ich wollte nicht, dass nachher deine Batterie leer ist. Alles in Ordnung? Ja, klar ist alles in Ordnung, Sheriff. Sabine? Ja, ist alles in Ordnung. Sag mal, musst du dich überall einmischen? Hast du nichts Besseres zu tun? Hast du noch nicht gehört? Was soll ich denn gehört haben? Cora Eckinger ist tot. Was? Ein Kommissar von der Kripo ist drin. Er befragt alle. Auch dich. Du kannst unten warten. Sabine, möchtest du mir was sagen? Ich? Wieso? Cora war doch mit Ilja unterwegs. Das wollten sie, aber dann ist sein Auto stehen geblieben. Du hast sie zum Bahnhof gefahren, hast du gesagt. Und jetzt ist Cora gefunden worden, bei der Höhle. Nicht in Italien. Dann ist Ilja eben alleine gefahren. Ich habe die beiden zum Bahnhof gebracht. Was danach passiert ist, weiß ich nicht. Hatten die beiden Krach? Nein. Wieso? Ich weiß es nicht. Sie haben also nichts bemerkt auf dem Weg zum Bahnhof? Keine Missstimmung? Ich habe sie da nur abgesetzt. Vielleicht ist Ilja auch alleine nach Italien. Und Cora ist hoch zur Höhle. Da wollte sie sowieso hin. Mit Dominik. Dominik? Wer ist Dominik? Ein Freund von den beiden. Von Ilja. Den jungen Mann würde ich dann auch gerne befragen, ja? Ja, seine Mutter ist hier. Ich rede mal mit ihr. Frau Sonntag, kam es denn öfter vor, dass Ihr Sohn sich mit seiner Freundin gestritten hat? Gestritten? Wieso gestritten? Ja, warum streiten Menschen, ne? Warum töten Menschen? Wahrscheinlich sind wir einfach so gemacht. Vielleicht hätten wir gar nicht überlebt, wenn wir nicht so angriffslustig wären. Wenn man das große Ganze betrachtet, dann ist so ein Mord an einer Jungfrau natürlich nicht von Belang. Aber, Frau Sonntag, es ist mein Beruf, den Mörder zu fassen. Und das werde ich auch tun. Coras Mutter hat ausgesagt, dass Ilja Ihnen eine SMS geschickt hat. Aus Italien. Könnte ich bitte mal Ihr Handy sehen?
Ihr Sohn hat gelogen. Cora war nie in Italien. Sie war zu der Zeit schon tot. Er hat nicht gelogen. Ich habe gelogen. Er hat mir gar nicht geschrieben. Die Rosi konnte Cora nicht erreichen und hat sich solche Sorgen gemacht. Ich wollte sie doch nur beruhigen. Frau Sonntag, wenn Sie wissen, wo sich Ihr Sohn aufhält, dann sagen Sie das bitte, und zwar jetzt. Ich weiß es nicht. Er hat sich also wirklich nicht bei Ihnen gemeldet? Nein. Ich will meine Tochter wieder haben. Hast du mich verstanden? Gib mir mein Kind zurück. Verdammt. Da sind wir. Es dauert noch einen Moment, ja? Setzt euch einfach. Die haben noch ein paar Fragen. Habt ihr endlich noch was anderes gefunden? Bei der Höhle. Vielleicht noch eine zweite Leiche. Du meinst Ilja? Nein. Und sonst? Habt ihr sonst noch irgendwas gefunden? Wieso fragst du? Du weißt doch etwas. Das will ich auch nicht mehr leben. Ilja ist nicht tot. Mama, kannst du heute bei mir schlafen? Ja, klar, schlafe ich bei dir. Michaela, ich bleib heute bei Sabine. Ja, mach das. Ich küsse dich. Gute Nacht, tschüss. Danke. Gott, wir würden uns hier gerne mal ein bisschen umschauen. Könnten Sie uns das Zimmer von Ilja zeigen? Bitte. Danke. Grüß Gott. Morgen. Hier lang, ich geh mal rum.
Was zum Teufel suchen Sie hier eigentlich? Wir machen uns ein Bild. Und der Teufel, den Sie so locker in den Mund nehmen, der steckt in jedem von uns. Ohne Ausnahme. Kommt immer nur auf die Umstände an. Umstand, Reiz, Reaktion. Ihr Sohn wollte Cora heiraten, nicht wahr? Ja, das hat er mal gesagt. Aber das heißt doch nichts. Ja, das macht dann doch erst recht keinen Sinn, ihn zu verdächtigen. Eben. Ilja ist ein ganz normaler Junge. Der würde doch nie jemanden umbringen. Das ist seiner? Ja. Welche Schuhgröße hat denn Ihr Sohn? 45, wieso? Wir haben Abdrücke gefunden. Wir müssen den mitnehmen. Er schreibt dir eine Quittung. Ja, wir haben es dann auch hier. Dankeschön. Was wollen Sie denn immer von Ilja? Was ist denn mit diesem Dominik? Vielleicht war der das ja, der Sie vergraben hat. Wie kommen Sie darauf, dass Cora vergraben war? Das haben Sie doch gesagt. Wurde sie nicht vergraben? Das wäre Täterwissen. Und sowas geben wir nie preis. Meinetwegen hat er sie halt nicht vergraben, was weiß denn ich? Jedenfalls sollten Sie sich mal um diesen Dominik kümmern. Wir haben Dominik Haller befragt. Er stand glücklicherweise zur Verfügung. Im Gegensatz zu Ilja. Wiederschauen. Wiedersehen. Woher wissen Sie das? Dass Cora vergraben wurde? Ich weiß das nicht. Das ist doch anzunehmen, sonst hätte man sie ja schon viel früher gefunden. Was ist denn jetzt mit Dominik? Er hat ein Alibi von seiner Mutter. Ich hätte Ilja auch ein Alibi gegeben. Ja, aber Dominik ist nicht auf der Flucht. Ilja ist auch nicht auf der Flucht. Es gibt einen Zeugen, der hat seinen Wagen gesehen. Auf dem Parkplatz. Zur Tatzeit. Wer ist das? Ich kann da nicht wirklich weiter Auskunft geben. Aber warum sollte er das denn tun? Es gibt doch überhaupt gar keinen Grund. Wer weiß das schon? Peter, du weißt doch was. Wir haben Coras Handy. Ihre Schwester hat es. Die letzte SMS, die abgeschickt wurde, ging an Ilja. Ich war nicht mit nach Italien. Ich liebe dich nicht mehr. Sorry. Hallo? Ilja! Egal, was du getan hast, wir kriegen das hin. Ich liebe dich. Ilja, sag doch was. Hallo? Verdammt. Ist aus. Aber er lebt. Wer ist das? Guck mal, dem hat jemand den Schädel eingeschlagen. Da.
Ich gehe jetzt mal ins Bett. Gute Nacht. Mach nicht mehr so lange. Gute Nacht. Ilja? Ilja! Ilja! Bist du da? Ilja? Ich hab ihn gesehen. Wo? Da stand er vor mir. Und die Tür war offen. Bist du sicher, dass das Ilja war? Es war nur ganz kurz. Vielleicht hast du das nur geträumt. Aber die Tür, die haben wir doch zugemacht. Der Schädel ist weg. Jemand hat den Schädel geklaut. Und meine Kamera ist auch weg. Sie haben also einen Schädel gefunden. Und dieser Schädel ist Ihnen dann gleich wieder gestohlen worden? Wir haben nicht nur den Schädel gefunden. Da war auch ein ganzes Skelett. Wenn es dieses Skelett wirklich gegeben hat, warum haben Sie uns das nicht früher erzählt? Ich weiß es nicht. Meine Tochter wollte Ilja schützen. Das ist doch offensichtlich, oder nicht? Mhm. Weil er Cora umgebracht hat. Also hören Sie mal, mein Enkel ist kein Mörder. Ich sage Ihnen jetzt mal was. Bis jetzt habe ich gedacht, Sie wollen Ihren Sohn nur schützen, aber so langsam halte ich Sie beide für Mitwisser. Ja, es ist so ein Quatsch. Ilja ist morgens weggefahren. 3 Stunden später habe ich gesehen, dass er seinen Ausweis vergessen hat. Dann bin ich hoch zur Höhle und da habe ich Cora gefunden. Wieso sind Sie hoch zur Höhle? Weil ich wusste, dass sie dahin wollte mit Dominik. Und ich dachte, vielleicht ist Ilja denen gefolgt. Was vorher oder nachher passiert ist, das weiß ich nicht. Aber ich weiß es. Ach, ja? Wir haben da oben kein Skelett gefunden und auch keinen Schädel. Ja, den hatten ja auch wir. Außer der Leiche von Cora Eckinger haben wir da oben gar nichts gefunden. Und wir haben ordentlich gearbeitet, das können Sie mir glauben. Dafür sind wir woanders einen Schritt weiter. Wir haben Ilias Handy geortet. Wo? Robert, bringst du mal das Handy? Bei einem Kleinkriminellen in München. Der Mann behauptet, dass er das Telefon aus dem Rinnstein geklaut hat. In München? Ja, Frau Sonntag. Im Grunde genommen glauben Sie doch selber, dass Ihr Sohn Cora umgebracht hat, oder? Ilja, ich bin's. Egal, was du getan hast, bitte ruf mich an. Ich liebe dich. Bitte. Bitte halten Sie sich zur Verfügung, ja? Und wenn Ilja sich meldet, dann rufen Sie mich an. Glauben Sie mir, es wäre das Beste für ihn, wenn er sich stellen würde. Seit wann haben Sie das Handy? Seit gestern. Dann war es gar nicht Ilja, der angerufen hat.
Waren Sie das? Haben Sie angerufen? Ja. Heißt es, dass er vielleicht gar nicht mehr lebt? Sie sind eine gute Mutter, Frau Sonntag. Sie kämpfen, Sie wollen Ihr Kind schützen. Und das ist richtig so. Sagen Sie ihm, er soll sich stellen. Sonst können wir nichts mehr für ihn tun. Sabine, warum hast du ihm nicht gesagt, dass du einen Abdruck von dem Kopf hast? Weil er mir den sofort abgenommen hätte. Und den brauche ich noch. Markus? Ah, hallo, Sabine. Suchst du was? Nein, ich hab gedacht, du bist da, weil dein Auto hier steht. Und als da niemand aufgemacht hat, da hab ich mir Sorgen gemacht, darum bin ich hier. Hallo. Hallo. Es tut mir leid, aber mir ist im Augenblick nicht so nach Besuch. Ja, klar, verstehe ich. Also, wenn ich irgendwie helfen kann, dann... Ja. Danke. Ja. Tschüss. Ciao. Markus könnte den Schädel im Auto gesehen haben. Aber was sollte der denn gegen Ilja haben? Oder gegen Cora? Vielleicht hatte er was gegen den hier. Also wer immer das ist, Coras Mörder muss sein Skelett weggeschafft haben. Sonst hätte die Polizei es doch gefunden. So oder so müssen wir herausfinden, wer das hier war. Sabine, ich gehe mal kurz nach Hause. Komm heute Abend wieder, okay? Ich brauche eh eine Weile hier. Danke. Sabine? Ja? Kann ich reinkommen? Ja. Das ist ja Ilja. Das ist Alex. Da war er so alt wie Ilja jetzt. Sieht fast aus wie Ilja. Ist er aber nicht.
Sein Vater. Alex. Ist er nicht abgehauen? Nach Neuseeland? Das habe ich damals auch gedacht, als ich schwanger war. Dass er Angst bekommen hat. Aber er hat mich gar nicht sitzen lassen. Er wurde umgebracht. Was? Umgebracht? Das Skelett, das meine Mutter und ich gefunden haben, das ist seins. Das Gewitter hat die Höhle freigelegt und damit auch seinen Leichnam. Okay. Das hat Alex Mörder unter Druck gesetzt. Er wollte das Skelett verschwinden lassen und dabei ist ihm wahrscheinlich Cora in die Quere gekommen. Wir müssen zu Kommissar Bach. Der wird das nicht glauben. Für den ist Ilja der Mörder. Dann müssen wir ihm das Skelett zeigen. Als Alex verschwunden ist, war Ilja ja noch gar nicht geboren. Der kann ja schlecht aus meinem Bauch heraus seinen eigenen Vater ermordet haben. Und damit auch nicht Cora. Wir haben nichts gefunden da oben, Sabine. Aber das kann nicht sein. Ich hab's doch selbst gesehen. Derjenige, der den Schädel gestohlen hat, ist der Mörder. Sowohl von Alex als auch von Cora. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich stehe das nicht durch. Was hast du denen denn gesagt? Dass ich nicht oben an der Höhle war. Dann ist doch alles gut. Nichts ist gut, Mama. Was mache ich denn, wenn die mich nochmal befragen? Dann sagst du denen einfach nochmal, dass du nicht bei der Höhle warst. Und was ist, wenn mich jemand gesehen hat? Wer soll dich denn da gesehen haben? Ilja vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich wollte nicht schubsen. Ich sei einfach hingefallen. Ich war so wütend. Du hast Cora geschubst? Ich hätte zurückgehen sollen. Und dann bist du einfach weggelaufen? Der Kommissar geht davon aus, dass Ilja auf der Flucht ist. Wenn dich da oben keiner gesehen hat, dann kann dich kein Gericht der Welt verurteilen. Okay? Was mache ich denn jetzt? Ach, komm her. Wer wusste eigentlich von dem Schädel? Nur meine Mutter. Und Markus Wenger. Der Schädel lag auf der Rückbank an dem Tag, als ihr Cora gefunden habt. Da hat er an meinem Wagen rumgeschnüffelt. Ja, aber was hat Wenger mit Alex zu tun? Na, er war damals in der Schule verliebt in mich. Da war jeder mal in jeden verliebt. Frau Haller. Herr Ilja. Ich hätte dich fast übersehen. Wie war's in Italien? Oh, von vorne bis hinten einfach nur Scheiße.
Ich bin getrennt. Und im ersten Auto habe ich sofort mein Handy liegen lassen, oder der Kerl hat es mir geklaut. Oh. Ja. Wie geht's eigentlich Dominik? Gut. Gut. Ja, wir hatten so einen blöden Streit, bevor wir los wollten nach Italien. Wegen Cora. Ja, aber ich bin darüber hinweg. Ja, in Italien, da habe ich so einen alten Mann getroffen. Hier wird man wahrscheinlich Penner sagen. Und der war toll. Der hat mir irgendwie die Augen geöffnet. Das ist wichtig, es loszulassen. Muss ja ein weiser alter Mann gewesen sein. Ja, allerdings. Mit Cora, ich hab versucht festzuhalten, also sie festzuhalten, aber das darf man nicht. Sie können Dominik sagen, dass ich nicht mehr sauer bin wegen Cora und der ganzen Sache. Ich meine, das ist ja auch irgendwie Coras Entscheidung. Das sagst du ihm am besten selbst. Ja.
Mach's gut, weg. Wir müssen weg. Oh, danke. Frau Haller, ich kann auch morgen wiederkommen. Das reicht ja auch. Dominik kommt bestimmt sicher gleich. Zucker? Nee, danke. Ich würde gerne kurz meine Mutter anrufen, bitte. Ja. Ich hol dir das Telefon, ja? Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich habe mein Handy und mein Portemonnaie verloren. Naja, ich bin jetzt erstmal bei Dominik. Seine Mutter meint, dass wir uns besser aussprechen sollten. Auch mit Cora. Will ich nicht bald kommen, bin ich aber auch wieder weg. Okay, tschüss. Hier, ruf da an. Peter braucht einen Arzt. Hier gibt's kein Netz. Ja, aber leider unten. Probier's nochmal. Ich will nicht, dass er stirbt. Du hast eine SMS gekriegt. Die kann warten. Bach. Peter Asam liegt in der Nähe der Höhle und ist schwer verletzt. Er braucht dringend einen Arzt. Schicken Sie da einen Krankenwagen hin, Kollege, ja? Asam. Ja, ja. Asam ist der Mörder. Krankenwagen? Gut, schicke ich hin. Von meinem Vater. Ich muss sie zum Reinigen bringen. Dominik, mach doch den Jagdschein. Da hat jemand auf die Mailbox gequatscht. Mach mal laut. Ja, hallo Mama, ich bin's. Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Naja, ich bin jetzt erstmal bei Dominik. Oh Gott, er lebt! Vorsicht, Mama, dass wir uns besser aussprechen sollten. Auch mit Cora. Wenn sie nicht bald kommen, bin ich aber auch wieder weg. Wieso mit Cora aussprechen? Okay, tschüss. Weiß er denn nicht, dass Cora tot ist? Wieso hat Barbara ihm nicht gesagt, dass sie tot ist? Ruf da an. Wo? Ja, ruf halt zurück. Das ist bestimmt Mama. Stehen bleiben! Das ist nur die Mailbox. Dann ruf den Kommissar an. Wieso das denn? Die hat was vor. Du wirst der Polizei sagen, dass du Cora umgebracht hast. Cora ist tot? Ja, sie ist tot. Und du wirst sagen, dass du es warst. Hast du das verstanden? Ja, aber ich war doch in Italien. Das weiß aber keiner. Alle denken, dass du es warst. Und das soll auch so bleiben. Frau Haller. Stehen bleiben! Barbara,
Portal, mach auf. Ich weiß, dass ihr da seid. Frau Sonntag? Dominik. Du warst es. Ist das klar? Du hast sie getötet. Ja. Dann mach die Tür auf. Los. Ilja. Oh. Spinnst du? Sag's ihnen. Sag's ihnen jetzt! Frau Haller! Bring dir ihn hin. Gut, alles klar, danke erstmal. Also, Peter Asam ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Er wird durchkommen. Der kriegt auf jeden Fall lebenslänglich. Und, Frau Sonntag, was ist jetzt hier passiert? Das war ein Unfall. Frau Haller wollte uns die alte Flinte von ihrem Vater zeigen. Und die ist einfach losgegangen. Mhm. Einfach losgegangen. Das stimmt. Vielen Dank für alles. Kommst du mal wieder bei mir vorbei? Einfach so? Wenn ich dann mal wieder fahren kann, ja? Ich könnte dich ja auch mal besuchen. Ach so, mir ist gerade nicht so nach Besuch. Hättest du eigentlich wirklich geschossen? Und du? An meiner Stelle? Wer hat das denn verkraftet? Das weiß ich noch nicht. Und du? Ich brauch Zeit. Mhm. Mama? Was hältst du davon, wenn ich jetzt für ein Jahr nach Neuseeland gehe? Alleine? Ja, alleine. Yeah.